Später aber doch gibt es jetzt Entschädigungsgeld für Opfer von Gewalt in städtischen Heimen. Die Stadt will ab kommenden Jänner zwischen 5.000 und 25.000 Euro an die Opfer zahlen. Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen hat die Stadt eine Expertengruppe eingesetzt, die die jeweiligen Vorwürfe prüft und individuelle Entschädigungen anbieten soll. 32 Opfer sollen nun Geld bekommen. Die Zeit heilt wohl nicht alle Wunden. Jene 165 Personen, die sich mittlerweile bei der Stadt gemeldet haben und sagen, in der Vergangenheit in einem Wiener Kinderheim missbraucht oder geschlagen worden zu sein, leiden großteils noch heute darunter. Dieses erlittene Leid könne mit Geld nicht wieder gut gemacht werden, sind sich alle Experten einig. Die Entschädigungszahlungen sollen aber eine Anerkennung der Stadt an die Opfer sein. Wir haben die Summe von 2 Millionen Euro beschlossen, die letztendlich für jene Personen, die von Gewalt in städtischen Heimen betroffen waren oder Heimen, die unter der Aufsicht der Wiener Jugendwohlfahrt gelegen sind, letztendlich ausgeschüttet werden. Ein Expertengremium unter Vorsitz von Udo Jesionek, dem Präsidenten des Opferschutzvereins Weißer Ring, prüft jeden einzelnen Fall und entscheidet, wer wie viel bekommt. Was die Schadenersatzsummen betrifft, so orientieren wir uns an der Judikatur. Wir haben uns sehr genau angeschaut, die Entscheidungen der letzten Jahre, was würde der Oberste Gerichtshof in solchen vergleichbaren Fällen geben, und an dem haben wir uns orientiert. Hilfe gibt es auch in Form von kostenlosen Psychotherapien für 2 Jahre. Alles freiwillige Angebote der Stadt, wie betont wird, denn juristisch seien die Fälle längst verjährt. Zusätzlich soll eine Historikerkommission die Situation in den Wiener Heimen nach dem Krieg aufarbeiten. Einen ersten Bericht darüber soll es voraussichtlich in 1,5 Jahren tun.